heute mal wieder ein kleines Video-Zubehör für eure Plaster. Speziell für die Strive Retaliator und da wünsche ich mal viel Spaß beim Anschauen. Die näher gezeigten Anbauteile für eure Nerf Plaster könntet ihr auf eBay bestellen beim Verkäufer Lee Magic. Ich würde mal behaupten, der hat mit die größte Auswahl überhaupt. Hier sieht man speziell jetzt Sachen für die Retaliator. Dann gibt es noch Schulterstützen, Aufsätze, coole Magazine, Schienen und Zielhilfen. Wer sich die Sachen nachher mal anschauen möchte, ich poste mal einen Link im Textfeld unter dem Video. So, ich habe die Sachen, die ich geschickt bekommen habe, mal hier so aufgebaut. Und zwar, wir fangen mit dem Pumpgriff von Worker an. Den hatte ich euch bereits damals schon gezeigt, verbaut an der Retaliator. Mal zum Zeigen, das ist eine normale Retaliator. Normalerweise legt er ja hier oben dann die Hand drauf zum Laden und dann zum Schießen. Da gibt es eine nette Erweiterung. Das wäre dieses Teil hier auch schon mal vorgestellt. Wird einfach dran geschraubt. Das könnt ihr hier so losmachen. Das ist auch von Worker. Das kann man halt links oder rechts befestigen. Schiebt er dann hier auf die Schiene drauf und dann schraubt ihr das wieder fest. So, und dann könnt ihr so die Darts verschießen. So, das ist der normale Retaliator und hier seht ihr dann halt das Ganze mit Pumpgriff. Viel cooler dann halt. Ihr könnt die richtig schön hier in die Schulter, also in den Arm reindrücken und dann könnt ihr damit die Darts verschießen. Also das ist schon eine sinnvolle Erweiterung, die auch Spaß macht. Noch eine fettere Feder eingebaut, dann habt ihr mehr Wumms. Ja, man kann sich da noch ein schönes Visier hier oben drauf machen. Dazu braucht man dann am besten hier eine andere Schiene, zeige ich gleich noch. Vorne haben wir dann noch einen, ja, so einen Laufaufsatz, das wäre der hier. Den kann man dann draufstecken und verkleben, zeige ich auch noch. Schulterstütze, ja, hier ist eine jetzt drauf gemacht. Die gibt es bei eben auch zu kaufen, die sind auch gar nicht mehr so teuer. Das ist so die normale Version. Gibt hier noch andere. Zeige ich gleich noch. Erstmal zu dem Pumpgriff. Das Kit, ihr habt es zwar damals im Video gesehen, besteht ja aus mehreren Teilen, die man dann nachher an die Retaliator verbaut. Ist eigentlich super einfach. Schaut mal oben rechts. Rechts, warte mal, ich gucke auf dem Bildschirm, ja, rechts in der Ecke, poste ich mal gerade den Link zu dem Video damals, wo ich das gezeigt habe, wie man diesen Pump-Griff dann an der Retaliator verbauen kann. So, apropos, ja, Blaster Parts hat dann natürlich noch die passende Feder für die Retaliator. Gibt es auch ein Hard Range Tuning Kit, das könnt ihr auch kaufen und da schafft ihr schon Reichweiten bis 35 Meter, beziehungsweise die hat dann schon richtig Wumms, da müsst ihr dann schon aufpassen, wenn ihr euch auf kurze Distanz beschießt. Jo, das kann schon mal wehtun. Sowieso immer eine Schutzbrille tragen, wegen der Sicherheit. Gell, Chris? Sich nicht beschießen lassen auf den Kopf, wie letztes Mal bei euch auf Facebook gezeigt. Nicht gut, nicht gut. Du warst Plasterparts, war auf einer Messe, ich glaube in Berlin. Und da hatte dann einer mit einem Plaster auf den Chris gezielt und hat ihn genau im Kopf getroffen. Ist natürlich alles Spaß, aber ich sag mal, das Ding hätte genauso gut ins Auge fliegen können. Und deswegen ist immer so eine Sache, jetzt gucken Kinder zu, die sehen das dann. Und ich hätte es nicht gemacht. Im Nachhinein sagt man sich dann bestimmt, oh ja, hat er recht. Egal, nur mal so angesprochen. Wo war ich denn dran? Nicht, dass ich aus dem Konzept komme. Es gibt, ja, Pumpgriff habe ich gezeigt. Also das ist ein cooles Set. Finde ich bei jeder Retaliator passend und sieht daher auch schön fett aus. Ich gehe mal gerade Magazine über. Wie gesagt, es gibt diverse Magazine, Katzenhaare hier, auch von ihm zu kaufen. Worker Magazin seht ihr hier. Das ist ein 12er. Dann, das ist natürlich der Klassiker, das ist auch von Worker, das ist das fette 22er Mac, noch original verpackt. Das ist mein zweites, was ich jetzt habe. Und das ist richtig geil. Das könnt ihr dann nachher unter den Hut. Hier ist das natürlich ein bisschen too much, ein bisschen zu lang. Aber hier passt natürlich am besten eine Trommel drunter. 25er, 35er Trommel kommt da immer gut. Aber wie gesagt, nur mal zum Zeigen, fettes
22er Mac von Worker. So. Batman Maskottchen. Die braucht man ab und zu mal. Und hinten seht ihr die Hotshot, stelle ich noch vor. Und dann ist natürlich sehr cool, Buggy, der Darts verschießen kann, kommt auch noch. Genau. Wollte ich ja noch gezeigt haben, hier vorne haben wir so einen kleinen, Adapter drauf, für die Optik halt, wo der Lauf ist. Habe ich hier noch, auch von Worker. Da gibt es verschiedene, kann man kaufen. Der unterscheidet sich jetzt hier vorne von der Optik so ein bisschen. Ey, jetzt habe ich schon 5 Minuten gelabert, ohne mich fast großartig zu versprechen. Ich bin richtig stolz auf mich. Seht ihr hier, das ist dann so ein bisschen Unterschied. Gibt es verschiedene, gibt es auch große, fette. Die kann man sich dann vorne drauf machen. Und zwar gibt es ja diese Rohre hier zu kaufen. Das müsste noch ein Originalrohr sein. Habe ich damals bestellt, auch von Worker. Und die kann man sich dann mit einer kleinen Säge richtig schön zurechtschneiden. Und die kann man dann nachher auch verbauen. Also ich hätte jetzt hier ein neues Rohr einbauen können und hätte das vorne ein Stück rausgucken lassen können hier. Und dann kann man hier vorne noch schön dann so einen Aufsatz drauf machen. Die werden einfach hier drauf gesteckt. Das hält jetzt auch Bombe und sieht nachher richtig schick aus. Nur mal zum Zeigen, was es alles so gibt. Ich glaube, man kann sogar Rohre aus dem Bauhaus nehmen. Ich hatte ja mal dieses Blasrohr euch vorgestellt für 90 Cent oder was es gekostet hat. Und da haben mir die Darts auch super genial reingepasst. Darts habe ich gerade an rumfliegen. Ja. Nur mal zum Zeigen. Die aus dem Bauhaus sind ein bisschen schmaler und ihr seht, passt perfekt rein. So, jo, man kann auch so noch so Zielhilfen drauf machen. Jetzt mache ich es richtig rum. Letztes Mal habe ich es falsch verkehrt gezeigt. Also, das muss ich mal gerade gucken. Ein bisschen drehen. So, das könnte man jetzt dann so machen. Das sieht natürlich auch fett aus. Na, das Rohr ist zu lang. Immer gerade das kleinere hier. So. Reingeprügeltes Teil. Vorne drauf. Und jetzt könnte man sich mal eine Retaliator her. Wir machen das hier mal gerade weg. Könnte man sich hier den Lauf so ein bisschen verlängern. Also das Rohr. Und das schaut dann nachher so aus. Also ist zum Beispiel möglich, da gibt es ja diverse Fotos dann bei dem Produkt selber, zum Beispiel auf eBay. Ja, so, die Geschichte haben wir. Ah ja, genau, Schulterstützen. Hat er mir auch eine geschickt. Ich muss das mal gerade hier zur Seite legen. Und zwar wäre das so gesehen, diese hier. Es gibt zwei Versionen. Die kann man einklappen und die ist starr. Zeige ich euch. Das macht er dann einfach hier so runter und dann könnt ihr die nachher zur Seite schnackeln. Die ist auch ein bisschen schwerer und das ist dann halt die normale. Und da kommen dann halt diverse Schulterstützen drauf. Nur jetzt hier, die ist zum Verstellen. Das ist wie bei der Raider Schulterstütze. Dann könnt ihr, dann habe ich eine rumfliegen. Ja, habe ich. Raider Schulterstütze. Das ist die von der Raider, auch sehr beliebt. Gibt es dann gebraucht, könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen meistens kaufen. Sind auch gar nicht mal so teuer. Und das ist dann halt zum Verstellen. Und das hier ist halt nichts anderes. Seht ihr, da könnt ihr die dann in der Länge verstellen. Sieht aber von der Optik ziemlich cool aus und passt dann hier noch auf die andere auch noch drauf. So, das Ganze zeige ich noch gerade mal. Die Schulterstütze mache ich jetzt mal ab. Das ist so die Standardversion. Die komme ich ja gar nicht da drauf. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, bei der Chris Vector ging's. Das ist auch ein Kit, was ich auch bei ihm gekauft habe. Chris Vector Kit für die Strive. Ziemlich cool. Und hier seht ihr dann auch nochmal diesen, sag mal, Adapter, den man vorne auf den Lauf hier, auf das Rohr drauf schieben kann. Das sieht dann ziemlich fett aus. Genau, hier seht ihr es nochmal besser, wie das dann nachher aussehen kann. Jo, hier ist auch nochmal ein Worker-Magazin drin.
Hier seht auch dann nochmal die Schienen, die man verbauen kann. Jo, hier geht's, weil der Adapter fehlt hier. Und das könnte dann hier so draufstecken. Auch hier ziemlich cool das Ganze. Das könnte dann einklappen, dann habt ihr so die kleine Kurzversion. Und dann sieht das hier so von der Seite aus. Jo. So, geht auch wieder relativ leicht abzumachen. Und dann kann er natürlich andere diverse Schulterstützen auch da dran machen. Da gibt es richtig schöne Schulterstützen, auch von der Optik her. Alle habe ich natürlich jetzt nicht daheim, weil so viel Geld habe ich auch nicht. So. Wo war ich denn jetzt hier? Ich glaube, die war da dran, ja? War die da dran? Ich weiß. Nee, das war die falsche. Ach ja, seht ihr mal, die drei verschiedenen, die ich habe. Ich kann sie mal gerade zeigen, wenn wir schon dabei sind. So. Oh, ich einen langen Finger machen. Das sind jetzt mal drei verschiedene. Ich mache es mal so. Schulterstützen. Seht ihr? Und so schauen die dann aus. Jo. Ziemlich cool, das Ganze. So. Habe ich schon was vergessen? Ja, wie gesagt, dann gibt es noch die Schienen hier. Wo ist meine Schere? Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Macht nichts, wenn den großen Schlag kann sie aufreißen. Diverse Schienen, die man nachher dran befestigen kann. Wo ist denn der Lauf? Da kann ich es besser zeigen. Geht das? Müssen wir mal gucken. Ja, die könnt ihr jetzt hier sogar so drüber schieben. Und ja, habe ich noch eine hier. Nur mal zum Zeigen. Und da könnt ihr dann diverses Zubehör dran befestigen. Jo, ich glaube, wir sind auch schon durch mit dem ganzen Zeigen. Ich dürfte jetzt auch nichts vergessen haben. Ja. Eben schon gezeigt, das war dann halt nochmal die Schulterstütze zum Einklappen. Und dann habt ihr mal gesehen, was es so, ups, was es so alles gibt, was man dann später an die Strive, an die Retaliator dran machen kann. Da gibt es schon richtig coole Sachen, um die ein bisschen zu pimpen, um die optisch dann ein bisschen schöner zu machen. Ja, auch mal runter. Und wollte ich euch mal vorgestellt haben, dann sage ich mal, das war wieder der Testmischer von YouTube und tschüss, bis zum nächsten Video.